Hallo, ich bin Petra. Na, wie wär's, so ein Stück Plastik als kleiner Snack zwischendurch? Das würdet ihr niemals essen, oder? Tut ihr aber. Zwar nicht auf einmal, aber über 7 Tage verteilt. In einer australischen Studie wurde herausgefunden, dass Menschen auf der ganzen Welt durchschnittlich 5 Gramm Mikroplastik pro Woche verzehren. Das entspricht etwa einer Kreditkarte oder wie hier diesem Fetzen Plastik. Pro Monat sind es 21 Gramm und pro Jahr sogar mehr als 250 Gramm. Ohne es zu merken, essen wir also jedes Jahr ungefähr 15 gelbe Säcke oder 6 große PET-Flaschen. Das klingt erstmal ziemlich erschreckend, aber wie kann das überhaupt sein? Wie gelangt Mikroplastik auf unseren Teller und zum Beispiel auch in unser Leitungswasser? Dafür müssen wir uns zunächst eine andere Frage stellen. Wie gelangt Plastik eigentlich in die Umwelt? Die Frischhaltefolie, der Joghurtbecher, die Shampooflasche. Plastik kommt in den meisten Bereichen unseres Alltags vor und ist gar nicht mehr wegzudenken. Aber wenn etwas leer ist und nicht mehr gebraucht wird, entsorgen wir es doch im gelben Sack oder in der gelben Tonne. Wie kann es da sein, dass so viel davon in der Natur landet? Leider wird nicht in allen Ländern Müll getrennt und recycelt. Und selbst wo das der Fall ist, betrifft das längst nicht den ganzen Müll. Teile davon werden immer noch exportiert und dann im Exportland auf Deponien entsorgt. Im Schnitt gelangt deshalb 1/3 aller weltweit hergestellten Plastikprodukte in die Umwelt. Dort, wo es keine kontrollierte Abfallsammlung für Plastikmüll gibt, wird dieser meist an den Strand oder in die Flüsse gekippt, über die er dann ins Meer transportiert wird. Manchmal entsorgen Schiffe ihn auch direkt im Wasser, aus den Augen, aus dem Sinn. Gebt mal einen Daumen hoch, wenn ihr das am liebsten auch so machen würdet. Aber natürlich wissen wir, dass das keine Lösung ist. Hinzu kommen die Netze und Gerätschaften von Fischereiunternehmen, die ihre nicht mehr benötigten Utensilien oft einfach über Bord werfen. Das Meer wird zur Müllhalde, was dramatische Folgen hat. Mehr als 150 Millionen Tonnen Plastik befinden sich bereits in unseren Meeren. Um das bildlich darzustellen, müssen wir uns mehr als nur Kreditkarten oder gelben Säcken bedienen. Das Gewicht entspricht etwa 33 Millionen Flusspferden, 12 Millionen Linienbussen, 15.000 Eiffeltürmen oder 6-mal der Cheops-Pyramide von Gizeh. Und das wird immer schlimmer, denn jedes Jahr kommen weitere 4 bis 13 Millionen Tonnen hinzu. Das hat dazu geführt, dass heute in jedem Quadratkilometer Meer bis zu 46.000 Teile Plastikmüll schwimmen. Doch nicht nur die Menge des Plastikmülls ist problematisch, sondern auch seine Beständigkeit. Plastikprodukte brauchen zwischen 20 und mehreren 100 Jahren, um sich zu zersetzen. Bei dieser PET-Flasche dauert es zum Beispiel 450 Jahre. Und selbst das heißt nicht, dass sie danach komplett verschwunden ist. Sie wird bloß immer kleiner und kleiner und kleiner, bis irgendwann nur noch Mikroplastik übrig ist. So nennt man Plastikpartikel unter 5 mm. Manche sind aber auch nur noch 1/1000 mm groß. Stellt euch mal 1/1000 eines feinen Sandkorns vor. Schafft man gar nicht, oder? Das ist viel zu winzig. Dass Tiere diese Plastikteilchen für ihre Nahrung halten oder sie mit ihrer Nahrung aufnehmen, ist da ja nicht verwunderlich. Wissenschaftler gehen davon aus, dass bis 2025 jeder Meeresvogel Plastik im Magen haben wird. Den Lebewesen unter Wasser ergeht es da nicht anders. Oft verenden sie elendig, indem sie sich im Plastikmüll verfangen, daran ersticken oder weil sie davon Teile verzehren, die sie gar nicht verdauen können. Da viele von uns wiederum Fisch- und Schalentiere essen, landet über sie auch auf unserem Teller das Plastik aus dem Meer. Obacht! Selbst wer kein Fisch isst, nimmt unbewusst Plastik auf. Der sich zersetzende Müll auf Deponien oder in Flüssen gelangt nämlich nicht nur ins Meer, sondern sickert auch in den Boden und gerät so ins Grundwasser und schließlich in unser Trinkwasser. Das betrifft sowohl Mineral- als auch Leitungswasser. Außerdem ist in etlichen Kosmetikprodukten, zum Beispiel in Seifen, Waschmitteln und Weichspülern, Mikroplastik enthalten, das durch den Abfluss im Abwasser landet. Und da die Partikel so winzig klein sind, gibt es bisher noch keine Möglichkeit, sie herauszufiltern. Sogar in der Luft wurden in vergangenen Jahren bereits winzigste Mikroplastikpartikel gefunden. Wahrscheinlich reicht es also zu atmen, um Plastik zu konsumieren. Wir wissen zwar noch nicht, ob und inwiefern der Konsum von Plastik unserem Körper schaden kann. Dass wir es aber ständig unbemerkt essen, trinken und einatmen, ist aber auf jeden Fall beunruhigend. Also was können wir tun? Zum einen könnt ihr versuchen, möglichst plastikfrei einzukaufen. Das beginnt bei der Überlegung, wie ihr eure Einkäufe transportieren wollt. Damit ihr keine Plastiktüte braucht, legt ihr euch am besten etwas zu, das ihr immer wieder verwenden könnt. Stoffbeutel, Netz, Tasche oder einen Einkaufskorb.
Bei der Auswahl der Produkte im Supermarkt solltet ihr versuchen, Plastikverpackungen zu vermeiden und auf Pappe oder Glas auszuweichen. Statt den Joghurt im Becher habe ich jetzt hier zum Beispiel einen Joghurt im Glas ausgewählt. Die Glas-statt-Plastik-Regel lässt sich auf viele verschiedene Produkte anwenden. Sie ist umweltfreundlicher. Ich muss aber auch sagen, dass der Einkaufskorb dadurch um einiges schwerer wird. Außerdem muss ich ehrlicherweise sagen, dass man viel weniger Auswahl hat. Manche Produkte, wie zum Beispiel Nüsse oder Gewürze, konnte ich im Supermarkt gar nicht in der plastikfreien Variante finden. Aber nicht den Kopf in den Sand stecken, Alternativen suchen. Statt in den Supermarkt könntet ihr zum Beispiel in einen Unverpacktladen gehen. Wer einen passenden Behälter mitbringt, kann sich dort Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Hülsenfrüchte, Bohnen, Linsen und Gewürze selbst abfüllen. Bezahlt wird nach Gewicht. Das hat gleich zwei Vorteile. Erstens, man kommt ohne Verpackungsmüll aus und zweitens, man kauft nur exakt die Menge, die man wirklich braucht. Hygiene- und Kosmetikartikel in umweltfreundlicher Verpackung findet man häufig in Reformhäusern oder in Online-Shops, die sich auf Nachhaltigkeit ausgerichtet haben. Oder ebenfalls in manchen Unverpacktläden. Zahnbürsten und Wattestäbchen aus Bambus, Rasierhobel statt Einwegrasierern, natürliche Shampoos aus Glasflaschen, Handseifen im Seifensäckchen, die Liste der Zero-Waste-Produkte fürs Badezimmer ist lang. Daher einfach mal stöbern und ausprobieren. Wenn ihr unterwegs seid, nehmt neben eurem Einkaufsbeutel zum Beispiel immer einen Thermobecher mit, damit ihr, falls ihr Lust auf einen Kaffee oder Kakao bekommt, keinen Einwegbecher kaufen müsst. Entscheidet euch bei Getränken für Glas statt Plastikflaschen, hebt zum Beispiel Schraubgläser auf, um sie als Behälter wiederzuverwenden, kocht selbst und mit frischen saisonalen Zutaten, statt auf Fertiggerichte zurückzugreifen oder den Lieferdienst anzurufen. Möglichkeiten für einen müllfreieren Alltag gibt es echt wie Plastik im Meer. Ich meine natürlich wie Sand am Meer. Und wer jetzt sagt, das ist mir zu viel, das schaffe ich nie, den kann ich beruhigen, auch wenn ihr nur ein paar dieser Tipps umsetzt oder euren Plastikkonsum Stückchen für Stückchen reduziert, macht ihr einen Schritt in die richtige Richtung und jeder davon zählt. Plastikmüll ist ein großes Problem für die Umwelt, die Meere, für Tiere und für uns. Ohne es zu wissen, konsumieren wir selbst jeden Tag Mikroplastik, denn das ist inzwischen überall, im Wasser, in der Erde und sogar in der Luft. Neben all diesen Schattenseiten dürfen wir aber auch nicht vergessen, wie wertvoll Plastik für uns sein kann. So hilft es beispielsweise in der Medizin gegen die Verbreitung von Keimen und ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Elektronik-, Mobilitäts- und Baubranche. Wir sollten es daher nicht grundsätzlich verfluchen. Vielmehr kommt es darauf an, dass wir einen verantwortungsvolleren Umgang damit erlernen, dass wir verstehen, in welchen Bereichen des Lebens wir es wirklich brauchen und in welchen wir darauf verzichten können, um uns und unsere Natur zu schützen. Denn wo wir es ganz sicher nicht haben wollen, ist ja wohl hier auf unserem Teller. Welche Ideen habt ihr, um im Alltag weniger Plastikmüll zu produzieren? Schreibt's unbedingt mal in die Kommentare. Und wenn ihr noch weitere Videos rund um das Thema Nachhaltigkeit und ein bewusstes Leben sehen wollt, dann lohnt es sich, den Kanal zu abonnieren. So könnt ihr nichts mehr verpassen. Ich schaue jetzt mal, dass ich mir aus meinen Einkäufen ein appetitlicheres Mittagessen zaubere als das hier und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.